SUV oder Sportwagen? Das ist die Frage beim Porsche Macan. Sein Name stammt vom indonesischen Wort für Tiger. Hier scheinen also die sportlichen Gene dominant zu sein. Jedoch mit etwas längeren Beinen, also Federbeinen in diesem Fall. Und lange Beine scheinen sich zu verkaufen, denn der kleine Bruder des Cayenne ist bereits für ein Jahr ausverkauft. Ein Auto, das die Welt nicht unbedingt braucht, aber das sie offensichtlich haben will. SUV sind nun mal beliebt, gerade wenn Porsche draufsteht und drinsteckt. Besonderes Highlight im Macan, sein Lenkrad. Das ist dem überhybriden 918 Spider entnommen. Die Leistungsdaten: 400 PS, Normverbrauch 9,2 Liter, Vmax 266 km/h, Grundpreis fast 80.000 Euro. Porsche macht das Beste, was man aus einem Audi Q5 machen kann, nämlich einen Macan. Das heißt, die sportliche Variante von einem Kompakt-SUV, richtig sportliche Variante. Da stecken 400 PS unter der Haube und die gehen ganz schön bösartig los. Holla. Also Spaß hat man im Auto, richtig viel Spaß. Und wenn man jetzt so despektierlich sagt, naja, da ist ja bloß ein Audi Q5 drunter, dann ist das nicht die ganze Wahrheit. Natürlich ist da die Audi-Plattform drunter, aber Porsche hat da einiges gemacht. Allradantrieb zum Beispiel ist komplett neu gemacht. Das ist kein 1000-Differential, das drin sitzt, sondern Porsche setzte auf eine eigene elektromechanische Kupplung. Dann hat der Macan als einziger eine Luftfederung, das hat der Q5 nicht. Motoren sind natürlich komplett neu. Schöne Sechszylinder-Motoren, turbobeatmet, die wirklich abgehen wie die Hölle. Oh ja. Das Schöne ist ja, dass im Macan eben nicht nur hier das große Porsche-Emblem auf dem Lenkrad darauf hinweist, dass ich hier in einem Porsche sitze, sondern das ganze Interieur ist komplett neu gestaltet, hat überhaupt nichts mehr mit dem Audi Q5 zu tun. Man ist genauso eingebettet wie jetzt in einem Elver oder auch in einem Cayenne, plus dass man ein bisschen sportlicher unterwegs ist als ein Cayenne. Wie überhaupt das Auto meiner Meinung nach deutlich hübscher ist als ein Cayenne und sich auch nochmal viel knackiger fährt. Also das ist jetzt wirklich Porsche-Feeling im SUV-Bereich. Und im Macan bekommt man zusätzlich die Vorzüge eines SUV. Das heißt mehr Platz und mehr Zuladung als in einem Elfer. Wer beim neuen Macan die Heckklappe öffnen möchte, der muss quasi einen kleinen Intelligenztest bestehen. Wo ist der Knopf? Da ist keiner. Hier ist auch keiner. Da ist er. Ein Druck. Man braucht dann ein bisschen Geduld, aber dann öffnet sich die Heckklappe elektrisch. Und dann geht sie auch elektrisch wieder zu. Und wenn sie dann geschlossen ist, dann sieht man auch hier sehr schön das neue Konstrukt der Heckleuchte. Die ist wirklich klasse geworden und da sieht man, dass Porsche sich Gedanken gemacht hat, dass die alte Cayenne-Heckleuchte vielleicht nicht jedem gefallen hat. Das sieht toll aus und erinnert so ein bisschen an frühere Mercedes. Einziger Nachteil, die coupéartige Linie kostet ein wenig Laderaum. Aha. Ah, ist herrlich unvernünftig, das Auto. Wirklich, der Preis übrigens auch, 80.000 Euro.